damit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Planet Zoo. Wir sind wieder in einem neuen Kapitel. Ah, der Panda. Er ist das Lieblingstier meiner Tochter. Man kann wohl sagen, wenn es ein Tier gibt, das das Interesse der Öffentlichkeit geweckt hat, dann ist das der Panda. Naja, also, wenn man mal von Hunden und Katzen absieht, ihre Spitzenposition macht ihnen auch ein süßer Bär nicht streitig. Ha, aber wusstest du, dass der Panda dank der großartigen Bemühungen zur Arterhaltung in China und im Rest der Welt nicht mehr zu den stark gefährdeten Arten zählt? Das ist toll. Er ist aber noch immer gefährdet. Wir sollten uns also in unserem Zoo glücklich schätzen, zur Arterhaltung beitragen zu dürfen. Das zeugt von unserem erstklassigen Ruf. Und es ist deine Aufgabe, diesen Ruf zu erhalten. Ebenso wie den Panda. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig das Wohlergehen der Pandas ist. Obwohl, kann ich doch. Es ist absolut entscheidend. Die Welt blickt auf dich. Und, was noch viel wichtiger ist, Nancy blickt auf dich und achtet darauf, dass du keinen Unsinn machst. Uh-oh. Willkommen in China. Das hier ist Bernies neuer Panda-Zoo. Der ist sogar noch so neu, dass er noch nicht ganz fertiggestellt wurde. Aber darum kümmern wir uns später. Schauen wir uns erstmal den Zoo an. Ups, nein, ich wollte keinen Doppelklick machen. Ja, und was soll ich mir jetzt genau ansehen? Hallo? Die großen Pandas sind natürlich die Hauptattraktion. Und wir haben sogar einen, der erst vor ein paar Tagen geboren wurde. Statten wir ihm Oh. einen Besuch ab. Nur zu, keine Scheu. Wähle das Panda-Junge an. Ja, wenn ihr mir sagt, wo das ist. Hallo? Da! Hä? Konnte man das gerade eben schon sehen? Oh, hallo! Oh, geht einem da nicht das Herz auf? Ja! Gnädig. Wusstest du, dass große Pandas, wissenschaftlich Ailuropoda melanuloica genannt, die einzigen reinen Pflanzenfresser unter den Bären sind? Sie fressen bis zu 38 Kilo Bambus am Tag. Angesichts der Tatsache, dass sie rund 14 Stunden am Tag mit Fressen verbringen, ist das aber nicht wirklich verwunderlich. Der Kleine dürfte allerdings noch nicht so einen Bärenhunger haben. Nein, 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 wo ist der Kleine? Oh. Ich wurde gerade von einem unserer Tierpfleger informiert, dass eine Rappenantilope ohne Quarantäne in ein Gehege gesetzt wurde. Und jetzt Was? zeigt sie Anzeichen einer Krankheit. Wir müssen sie sofort in Quarantäne stecken, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreiten kann. Begib dich zum markierten Gehege, finde Okay. das kranke Tier und wähle es an, um das Infofenster aufzurufen. Gut. Wähle jetzt verlegen und dann Quarantäne, um das Tier in die Quarantäne zu verlegen. Ich habe die entsprechende Einrichtung im Zoo für dich hervorgehoben. Ach so, Quarantäne hier. Puh, das wäre erledigt. Wir haben so zwar verhindert, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet, aber um die Antilope behandeln zu können, müssen wir eine Tierarztpraxis bauen. Ich habe schon eine geeignete Stelle markiert, also begib dich bitte dorthin. Okay, das ist hier das. Klicke jetzt auf Servicegebäude, dann auf Mitarbeitereinrichtungen und schließlich auf Tierarztpraxen. Ja. Ich gebe zu, ich habe jetzt schon da Mitarbeitereinrichtung. Die hatte doch was von Servicegebäude eben gesagt. Okay, das haben wir. Und nun? Nun kann ich nichts sehen, weil hier irgendwie alles im Weg steht. Ausgezeichnet.
Tierarztpraxen spielen eine wichtige Rolle im Zoo, denn nur dort können Tiere behandelt werden. Sobald Platz für die Antilope ist, wird der Tierarzt sie aus der Quarantäne in die Praxis bringen. Wird das Wasser in Gehegen nicht regelmäßig gereinigt, können sich Krankheiten sehr schnell ausbreiten. Mir wurde gerade gemeldet, dass eine unserer Wasseraufbereitungsanlagen kaputt gegangen ist. Deshalb ist das Wasser in den Gehegen der Flamingos und der Leistenkrokodile jetzt schmutzig. Ich habe dir die Wasseraufbereitungsanlagen markiert. Du solltest sie dir ansehen. Klicke auf die Wasseraufbereitungsanlage, um ihr Infofenster aufzurufen. Haben wir? Ja, man braucht keinen Abschluss in Ingenieurswissenschaften, um zu erkennen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Klicke auf Techniker rufen, damit sich das jemand anschaut. Haben wir. Ist sogar schon da. Funktionieren Wasseraufbereitungsanlagen ähnlich wie Stromquellen und haben ebenso einen Einflussbereich um sich herum. Jede Wasserfläche in diesem Bereich wird automatisch gesäubert. Und genau wie Stromquellen schrumpft der Bereich, wenn sie beschädigt werden, wodurch sie möglicherweise Wasserflächen nicht mehr säubern, die sie eben noch erreicht haben. Wenn du sehen willst, wie viel deines Zoos von Wasseraufbereitungsanlagen abgedeckt wird, kannst du eine Heatmap aufrufen, die dir das anzeigt. So kannst du Problemzonen direkt erkennen und beheben. Gut gemacht. Jetzt, da die Wasseraufbereitungsanlage repariert ist, wird sich auch die Wasserqualität schnell wieder verbessern. Du kannst Techniker auch Kraftwerksanlagen, Transportfahrgeschäfte, Mülltonnen, Bänke, Schilder und, wie du weißt, Gehegeumzäunungen reparieren lassen. Ich habe dann schon mal den nächsten Schritt gemacht in der Zeit, wo du gesprochen hast. Um ehrlich zu sein, bin ich noch immer etwas besorgt wegen des Krankheitsausbruchs. Ich denke, wir sollten etwas Forschung in dieser Richtung betreiben. Wenn du eine Krankheit erforschst, kann das in der Zukunft Ausbrüche verhindern oder zumindest abmildern. Ich möchte, dass du ein wenig an der Bordetellose forschst. Krankheitsforschung findest du in der Veterinärforschung. Also, auf zum Forschungszentrum. Lass einen deiner Tierärzte daran forschen. Sehr gut. Sobald die Forschung abgeschlossen ist, werden wir diese Krankheit im Griff haben. Werkstatt Nummer 10. Oh, das war eine knappe Sache mit den Antilopen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, hättest du sie nicht so schnell in Quarantäne gesteckt. Das war gute Arbeit. Hier im Hause Goodwin gab es eine virale Gastroenteritis. Zum Glück blieb die aber auf mich und meine Frau beschränkt. So, wir sind hier. Ja, das ist richtig. Keine Ahnung, was Just a Momento für eine Forschung ist. Und zu guter Letzt kannst du einen Techniker daran setzen, Souvenirläden zu erforschen, indem du ihn darüber ziehst. Aha. Ich freue mich schon auf die neuen Ideen. Gut gemacht. Das Ganze wird eine Weile dauern. Lass uns in der Zwischenzeit also etwas anderes machen. Es gab nämlich tolle Neuigkeiten. Und die wären? Ist ein Baby geboren? Uns wurde gestattet, weitere große Pandas aufzunehmen. Achso. Die Behörden haben uns 3 Weibchen überlassen, um unser Zuchtprogramm zu unterstützen. Du weißt sicher, wie schwierig es ist, Pandas zu züchten. Wir werden also Geduld haben müssen. Unser aktuelles Gehege für die großen Pandas ist voll. Aber zum Glück steht schon ein weiteres Gehege bereit. Bevor wir unsere neuen Pandas dorthin bringen können, müssen wir sie erst unter Quarantäne stellen. Dafür müssen wir sie aber erst einmal annehmen. Rufe also den Tierhandel und dann den Tierbelohnungsbereich auf. Warum sollte ich danach hier kommen? Den Tierhandel kann ich doch ganz anders machen. Nee, Moment, hier ist Tierhandel. Klicke auf das Feld in die Tieraufbewahrung verlegen, neben den Pandas. Dann erscheinen sie in der Tieraufbewahrung. Von der Tieraufbewahrung aus können wir sie dann unter Quarantäne stellen. Wähle sie dazu in der Tieraufbewahrung an. Klicke auf An Zoo senden und dann auf die Quarantäneeinrichtung im Zoo. Keine Sorge, ich habe sie dir markiert, damit du sie schnell findest. Während sie die Quarantäne durchlaufen, sollten wir ihr Gehege einrichten, damit sie sich auch wohlfühlen. Okay. Außerdem musst du einen der männlichen Pandas aus dem anderen Gehege hierher verlegen, denn sonst wird es mit dem Zuchtprogramm wohl kaum vorangehen. Also dann, bring ihn rüber und bereite alles für deine Pandas vor.
Naja, ob die sich da so wohlfühlen, wenn hier alles schneit, ich weiß es ja nicht. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, hier. Ach nee, hier ist das neue Panda-Gehege. Und da ist das aktuelle, wo aber keine Panda. Moment, wir haben einen männlichen, der ist aber schon 9 Jahre. Der ist 9,5. Der ist 7,7. Nehmen wir mal den hier. Den verlegen wir jetzt mal und tun den mal hier ins neue Gehege rein. So, dann verlegen wir den jetzt von da nach da. Keine Ahnung, warum das nicht ging. Ich weiß es nicht. Richte das neue Panda-Gehege ein. Verwende die Filter, um die richtigen Gegenstände zu finden. Bärchen, Bärchen, wäre schön, wenn du schon da wärst. Wo bleibt der denn? Er lässt noch auf sich warten. Gut, in der Zeit machen wir dann erstmal den anderen Kram. So. Dann nehmen wir den großen Panda als Filter und machen schon mal. Ja, gut, einen Rückzugsort haben sie ja im Endeffekt. Futterplattform. Wo gucken die Besucher denn? Machen wir mal hier vorne hin. Da machen wir eins hin. Und eine Wasserschüssel. Der auch. So. So, dann schauen wir mal. Er möchte natürlich auch Futterbeschäftigung haben, das ist klar. Drehfutterbaum haben wir zum Beispiel. Eine Spule. Drehfutterspender, das können wir relativ nah mal am Gehege machen. So ein paar Büsche. Direkt da dran. Nee, komm. Ein bisschen. Gute Neuigkeiten. Ah, perfekt. Unsere Panda-Weibchen erfreuen sich bester Gesundheit. Du solltest sie in ihr neues Gehege verlegen, damit sie sich einleben können. Oh, Okay. ich hoffe, du hast ihr Gehege so gemütlich wie möglich gemacht, weil Tiere sich nur fortpflanzen, wenn sie glücklich sind. Naja, aber ich denke, es geht. Okay, Quarantänebereich, den haben wir. Und nun? Verlege das Exemplar der Tierart große Panda aus dem Quarantänebereich in ein neues Gehege. Ach so, ja. Das ist mir schon klar. Mit diesem komischen Gebäude ist das immer so problematisch, da drauf zu klicken. Das ist schlimm. Kann man das nicht hier drüber Quarantäne? So. Genau. Das geht doch auch, oder? Alle bewegen. Nach Moment. Ich sehe nichts mehr. Nach hier. So. Nein. 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 Ja. Oh, wie schön. Hier werden Sie sich bestimmt wohlfühlen. Hoffentlich gibt es auch bald ein paar neue Junge zu bewundern. Bis Sie ankommen, können wir uns um etwas anderes kümmern. Herrje, wenn man einen Zoo leitet, hat man wirklich keine ruhige Minute, was? Na gut, es sei denn, man klickt auf Pause. Okay, ich denke, ich sollte dir jetzt erklären, wie Arbeitsbereiche funktionieren. Ja, ich weiß, das klingt nicht so wahnsinnig interessant, aber Arbeitsbereiche sind sehr praktisch. Auf diese Weise kannst du nämlich dafür sorgen, dass sich deine Mitarbeiter auf bestimmte Gehege oder Aufgaben im Zoo konzentrieren und nicht sinnlos herumwandern, während anderswo Arbeit liegen bleibt. Also, legen wir einen neuen Arbeitsbereich fest und weisen einen Tierpfleger zu, damit er sich um die neuen Pandas kümmert.
Rufe dazu den Zoobereich auf und klicke erst auf Personal und dann auf Arbeitsbereiche. Ja, ja, ja. Das hat mir zu lange gedauert, das habe ich schon gemacht. Klicke jetzt auf Neuer Arbeitsbereich. Wähle jetzt den markierten Gehegeeingang, den Mitarbeiterraum und die Tierpflegerhütte, um den Arbeitsbereich zu erstellen. Und vergiss nicht, dem Bereich einen aussagekräftigen Namen zu geben. Wenn du fertig bist, verlass den Editor. Stellen wir jetzt einen Tierpfleger ein und weisen ihn dem Arbeitsbereich zu. Ja, wir wollen nämlich nicht, dass er von anderen Ereignissen im Zoo abgelenkt wird. Ach, ich habe einen Zoopfleger eingestellt. Ich bin so blöd. Okay, okay. Klicke jetzt den neuen Tierpfleger an, rufe dein Infofenster auf und wechsle zum Reiter Anstellung. Ja, ja, ja. Ganz unten tut mir leid. Über ein Dropdown-Menü dem Arbeitsbereich zuweisen. Ja, ist drin. Und nun? Ja, ist drin. Leute. Habt ihr schon mitbekommen, dass ich schon ausgewählt habe, ja? Das wäre geschafft. Okay. Ab sofort wird sich der Tierpfleger ganz auf die neuen Pandas konzentrieren. Übrigens können alle Typen von Mitarbeitern Arbeitsbereiche zugewiesen werden. Achte nur darauf, dass sie Zugang zu den erforderlichen Gebäuden haben. Am leichtesten kannst du sie in der Zooverwaltung über den Abschnitt Arbeitsbereich unter Personal zuweisen. Dann musst du die Mitarbeiter nicht einzeln im Zoo suchen. Oh, ich glaube, die Erforschung unserer neuen Marke ist abgeschlossen. Du solltest deine Belohnung abholen. Klicke dazu auf die Benachrichtigung oder besuche die Werkstatt. Jetzt, da unser toller neuer Momento-Laden fertig gestaltet ist, solltest du einen in der Nähe des Ausgangs bauen. Dann verpassen ihn die Gäste nicht, wenn sie den Zoo verlassen. Und wir haben ein paar zusätzliche Einnahmen. Okay. Welcher von denen ist jetzt Just a Moment? Ach, da. Aber wo ist jetzt der Ausgang? Ja. Ah, hier, okay. Ja, ich sehe wirklich. Ich sehe wirklich unheimlich viel. Es sieht aus, als ob da Toiletten drin sind. Obwohl. Da glaube ich. Ist noch was frei. Aber das sind Toiletten. Also wenn, dann kann man nur von hier aus da rein. Okay, oh. Ja, es ist ein bisschen blöd gemacht. So, okay, dann gehen wir nochmal rein. Just a momento. Ja, man kann irgendwie so gar nichts sehen, aber ich gehe mal davon aus, so rum ist richtig. Hallo? Oh, das sieht toll aus. Okay, Wuhu. Ich bin dann mal einen Moment weg. Aber ich werde sicher bald neue Aufgaben für dich haben. Pandas sind wirklich putzig. Aber es sind eben auch wilde Bären. Das vergessen die Leute leider immer wieder. Der neue Name für den Souvenirladen? Just a Momento. Wirklich sehr einfallsreich. Hohoho. Viel besser als der alte Name. Überteuerte Souvenirs. Ich bin für ehrliche Werbung, aber das war wohl doch etwas zu direkt. Ja. Und da bin ich wieder. Ich hätte gerne mehr Arten im Zoo. Im Zoobereich siehst du unter Tiere, welche Arten wir bereits im Zoo haben. Und falls du dich fragst, wie du neue Arten unterbringen sollst, gemischte Gehege sind nicht nur interessant, sondern sparen auch noch jede Menge Platz und machen das Gehege interessant. Wirf aber vorher einen Blick in die Zoopedia, damit du weißt, welche Tiere man zusammenhalten kann. Löwen und Antilopen sollten zum Beispiel besser nicht in ein Gehege. Okay. Und nun?
Halt in deinem Zoo mindestens 18 Tierarten. 15 habe ich wohl schon drin. Das heißt, ich muss noch 3 neue machen. Ich hätte gerne, aber irgendwie ein Vivarium oder so. Kann ich das auch irgendwo hinstellen? Oder muss ich jetzt unbedingt die großen nehmen? Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt hier einen Weg. Moment, jetzt baut er quasi 2 Wege. Ich stelle es mal einfach hin. Ich kann hier überhaupt nichts sehen. Wir nehmen einfach mal Braunotte auf. Ist ja im Endeffekt egal. So, ich mache mal eben hier eine Pause rein. Klapperschlange haben wir, Fallgefrosch haben wir. Dann machen wir Puffotter, machen wir die mal rein. So. Die kommt da rein und. Ah, eine Vogelspinne. Ich brauche auf jeden Fall eine Vogelspinne im Zoo. Die Du kommt weißt da ja rein. inzwischen, wie man für das Wohlbefinden der Tiere sorgt. Kümmere dich darum, bevor die Inspektorin hier auftaucht. Oh, hatte ich nicht erwähnt, dass eine Inspektorin kommt? Tut mir leid. Okay. Ja klar, leiden die unter niedrigem Wohlbefinden. Ihr seid ja lustig. Gut, die Temperatur machen wir ein bisschen höher. Ist natürlich jetzt blöd mit der Pause. Bisschen höher, komm. Ein bisschen höher. So, Feuchtigkeit muss man, glaube ich, auch ein bisschen höher machen, ne? Ja. Noch was? Auch wenn ich jetzt noch nichts Neues bekommen habe, ist kein Tierpfleger zugewiesen. Oh, 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 oh. Okay, dann nehmen wir noch mal einen Tierpfleger, stellen den ein. So. Für alle Tiere auf 90. Ach so. Oh, das auch noch. Okay. Dann werde ich das mal eben machen und überall schauen, wo ich noch was verbessern kann. Und werde euch dann gleich wieder hinzuschalten. Sieht aus, als hättest du alles im Griff. Gut gemacht. Offenbar konnten wir mit unseren neuen Pandas und den anderen Tierarten eine Menge neuer Besucher anlocken. Schauen wir, dass diese Gäste zufrieden sind. Das Okay. bedeutet, sie brauchen einen guten Blick auf die Tiere, sie müssen jederzeit etwas zu essen oder zu trinken kaufen können und sie müssen, nun ja, das Essen und Trinken auch wieder loswerden können. In Toiletten. Aber pass auf, wo du die Gästeeinrichtungen aufstellst. Beispielsweise solltest du nicht alle Imbissstände an denselben Ort stellen. Achte darauf, wie sich die Gäste im Zoo verteilen und baue die Einrichtungen dort auf, wo sie am meisten gebraucht werden. Solange du darauf achtest, was die Gäste denken, solltest du schnell alle Bedürfnisse erfüllt haben. Okay, das heißt, ich muss jetzt komplett alleine die Sachen dahinstellen. Eieiei. Gut, dann schaue ich mal. Oh, ich glaube, die Inspektorin ist fast da. Ich erwarte, dass sie nichts zu beanstanden hat. Ansonsten darfst du dich schon mal darauf einstellen, demnächst das Panda-Gehege auszumisten. Oh oh. Okay, der Inspektor verlässt den Zoo.
Es ist wirklich unglaublich, wie sehr du dich in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, entwickelt hast. Bernie hat eben ein Auge für gute Leute. Oh, und wo wir gerade bei Bernie sind, er ist noch nicht mit dir fertig. Er hat einen neuen Job für dich in Kanada. Du solltest also besser einen warmen Mantel einpacken. Es war mir eine Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Wir werden uns bestimmt wiedersehen, aber bis dahin viel Glück. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, und damit ist dann gehört, dass unsere Gäste noch nicht die Folge zu Ende. Und das haben wir deiner harten Arbeit zu verdanken. Und die Tiere sehen sogar noch zufriedener aus. Wobei das bei Pandas schwer zu sagen ist. Sie sind einfach so geheimnisvolle Tiere. Lin Lin soll ja etwas ganz Besonderes sein. Sie kommt bei den Gästen unheimlich gut an. Da schießen unsere Besucherzahlen wie Bambus in die Höhe. Jetzt, da du bewiesen hast, dass wir etwas von der Haltung von Pandas verstehen, können wir mit etwas Glück auch in einigen meiner anderen Zoos Pandas aufnehmen. Das sollte mich aber eigentlich nicht überraschen. Du hast gezeigt, dass du ein sehr guter Zoomanager-Praktikant bist. Ich vermute, du wirst mit jeder Aufgabe fertig, die ich dir stelle. Dein nächster Auftrag könnte allerdings etwas schwieriger werden. Okay. Also, ihr Lieben, da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Ich hoffe, ich gebe jetzt keine Unterbrechung mehr. damit ist das Video heute auch zu Ende. Ich habe euch das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten, das habt ihr sicher schon gemerkt, weil es stellenweise wirklich lange dauert. Man muss die Forschung vorantreiben, damit die Tiere auch wirklich alle glücklich sind. Und hier und da gibt es immer wieder Problemchen. Und ja, das ist aber jetzt nicht so wichtig. Und das, sage ich mal, war jetzt auch nicht so wichtig, um das hier abzuschließen. Ich habe alles zusammengefasst, was ihr braucht, um wirklich diese Aufgabe zu bewältigen. Und ja, ich habe es wieder geschafft. Ich habe wieder 3 Sterne bekommen. Und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial-Video wieder. Bis dann. Ciao.